Alter, was geht ab, Leute? Hier. Ich starte gerade das Spiel. Zwar habe ich eine. Oh, Moment. Immer abchecken. Denn wir brauchen noch ein rosanes 100er Bummi. Ist leider nichts. War ein 98er Quickel. Auf jeden Fall starte ich gerade das Spiel. Denn ich habe eine Überraschung. Habe ich ja auch schon angekündigt. Boah, ich vergesse immer, den Sound auszumachen. Ich habe ein zweites 100er Perlo gefangen. Jetzt seht ihr euch. Na und? Ich bin ein 100er Sammler, das weiß glaube ich jeder. Und ich habe bereits ein 100er Perlo gemaxt. Nicht entwickelt. Und Perlo hat zwei Entwicklungen. Das Problem ist, es ist kompletter Zufall, was daraus wird. Jetzt, wo ich zwei habe, könnte ich beide entwickeln und hoffen, dass ich beide bekomme. Wieso macht man das nicht? Ich habe eigentlich auch ein, das ist aber viel, viel verrückter. Ich habe ja einen 100er Kickli. Irgendwann ist er reingekommen mit der Map. Level 33. Botanischer Garten, jeder Münchner weiß Bescheid, habe ich mir natürlich geschnappt. Dann wart ihr mit dabei, wo ich meinen 100er Nocturne gejagt habe. Jeden Tag die Rocket Stops gemacht, Nocturne gejagt, 100er Erlös bekommen. Ich habe schon seit langem ein 100er Rabaut. Das könnte ich entwickeln mit der Chance 33% auf 100er Capoeira. Ihr wisst ja, bei Rabaut ist so, abhängig vom höchsten Wert, in dieses Pokémon entwickelt er sich. Ich glaube, das war Angriff Kikli, Verteidigung Nocturne und KP Capoeira. Und dadurch, dass es halt ein 100er ist, sind alle drei Werte gleich. Deswegen traue ich mich nicht, den zu entwickeln und zu hoffen, auf 33%, dass ein Capoeira wird, 100%. Wobei dann die Sammlung natürlich komplett wäre. Das wäre natürlich ein Traum. Aber dafür habe ich nicht die Eier. Aber, was wir jetzt machen können, vor allem als Entwicklungsevent, ist eben die 50-50 zu nehmen. Wenn es denn 50-50 wäre. Ich glaube nicht, dass es 50-50 ist, da. Wer ist denn der Kerl? Perlo. So, Moment, Wettkampfpunkte. Das ist mein 100er, den ich gemacht habe vom Perlo Quest Day. Ich glaube nicht, dass es 50-50 ist, denn der eine, der männliche, sag ich mal, der Aal. Und zwar Alabis, kommt irgendwie öfter. Okay, ich habe jetzt beide dreimal, ich hatte Glück. Aber ich glaube, der hier ist häufiger. Und das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Für mich ist das nur der männliche. Und das der weibliche, weil rosa, pink und sowas. Aber männlich und weiblich spielt in dem Fall überhaupt keine Rolle. Alles kann zu allem werden. Aber für mich ist das immer der weibliche. Und das einfach der männliche. Klischeehaft halt. So, und wir haben jetzt eben dieses 100er Perlo. Ich drücke einfach drauf. Ausgehend davon, was es wird. Hoffen wir bei dem anderen. Das ist halt das andere wird. 544 aus der Quest. Beide aus der Quest bekommen. Wie gesagt, den beim Perlo Quest Day. Und ich sage doch, der Typ ist häufiger. Ich hatte gehofft, dass es das weibliche wird, weil der ist halt häufiger. Und dadurch haben wir die Chance. Musste das passieren. Ich hatte so gehofft, dass er weiblich wird. Denn wenn ich den hier jetzt entwickle, ich garantiere euch, der wird männlich. Also männlich in Anführungszeichen, der wird halt Alabis. Jetzt habe ich einen 100er Alabis und brauche einen 100er Saganabis. Also was ich... Ich habe hier noch einen 98er. Ihr wisst, ich habe die Vermutung, dass man irgendwann die IV pushen kann. Und falls das mit dem 100er nicht klappt, ich glaube das hoffentlich mit dem 98er und dann kann ich eine IV hochpushen. Und wenn nicht, dann halt den 96er und dann da zwei IV hochpushen. Aber hier noch der 100er. Oh, Digga. Wieso, Mann? Seid ihr bereit? Ich bin nicht bereit, Mann. Aber egal. Go! Oh, shit, ich hab drauf gedrückt. Digga, bitte. Bitte. Ich sag doch, der Typ ist häufiger. Schade. Das war sehr traurig. Kein krasses Highlight. Das kommt nicht in die Top 10 von 2019. Ich habe zwei Alagabis oder wie auch immer da ist. Und der 98er wird auch ein Alagabis. Entwickeln wir den 96 auch mal. Vielleicht wird das ein Saganabis. Schade. 200er
aller Gewiss enttäuschen. Und seht ihr, viermal entwickelt, viermal dieser Typ. Nicht 50-50 die Chance. Ich entwickle noch einen. Irgendeins davon muss da dieses Weibliche werden. Weiblich, sorry, das ist nicht weiblich. Das ist einfach nur rosa. Beim fünften Versuch oder vierten. Shit, ich bin traurig, Mann. Leiden pur, Mann. Sehr, sehr, sehr schade. Kein Highlight für 2019. Das war's auch schon wieder von mir, Leute. Ein kleines Spektakel, was leider in einer Enttäuschung endete. Euch noch viel Spaß, viel Erfolg für das Event, während des Events. Gönnt euch ein paar Shiny. Momentan sind eine Menge Pokémon am Start, die Shiny werden können. Und natürlich Shiny Burmy, von dem ich noch 0 habe. Aber Event läuft noch ein paar Tage, vielleicht haben wir noch Glück. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.